Hi Leute, willkommen zu meinem Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich einen Aquastopp oder Wasserstoppschlauch an ein Gerät anschließe, wie zum Beispiel an eine Waschmaschine oder eventuell auch an eine Spülmaschine. Diese Schläuche sollen in erster Linie eigentlich verhindern, dass, wenn euch ein Schlauch platzt, dass natürlich hier dann eine riesen Überschwemmung entsteht und ihr einen gigantischen Wasserschaden habt. Es gibt Maschinen, die haben diese Schläuche schon im Lieferumfang enthalten. Manche Maschinen haben das nicht. Es gibt zwei Ausführungen bei diesem System. Einmal wie hier die mechanische Ausführung und einmal die elektrische Ausführung. Die elektrische Ausführung ist in der Regel blau, aber wie gesagt, herstellerspezifisch kann das auch abweichend sein. Die elektrische Ausführung hat einen Stromanschluss, der auch meistens mit der Maschine verbunden ist. Das heißt, die elektrischen befinden sich auch meistens im Lieferumfang der Maschinen. Bei dem elektrischen wird ein Magnetventil gesteuert. Wenn durch irgendwelche Sensoren oder durch verschiedene Techniken kann das ermittelt wird, dass hier der Wasserschlauch defekt ist, schaltet dann halt dieses Magnetventil den Wasserzufluss ab. Bei dem mechanischen Schlauch, so wie ich ihn hier habe, ich packe ihn einfach mal aus, das wäre so ein Modell, passiert das etwas anders. Da haben wir quasi zwei Schläuche in einem. Wir haben hier außen den Schlauchmantel und innen drin nochmal einen flexiblen Schlauch. Sollte innen drin der flexible Schlauch platzen, läuft das Wasser in den äußeren Schlauch, dringt hier oben in dieses, sagen wir einfach mal, Behältnis ein und betätigt hier ein mechanisches Schließventil. Wenn dieses ausgelöst hat, wird dann einfach die Wasserzufuhr gestoppt und es kann kein Wasser mehr austreten oder in die Maschine eindringen, je nachdem. Es wird jedenfalls der komplette Wasserzufluss gestoppt und damit ist die Katastrophe verhindert. Nachteil an der Geschichte, wenn der innere Schlauch kaputt gegangen ist, müsst ihr das ganze System wechseln. Aber so ein Schlauch hier kostet zwischen 5 bis 30 Euro im Schnitt, also nicht gerade teuer. Und das ist wesentlich billiger als ein gigantischer Wasserschaden in der Wohnung. So, hier haben wir noch einen kleinen Indikator an diesem Schlauch dran. Wenn dieses System ausgelöst hat, verfärbt er sich. So kann man das auch schneller erkennen. Aber in der Regel merkt man das sowieso, weil dann läuft in der Regel die Spülmaschine oder Waschmaschine auch nicht mehr an. So, schauen wir einfach mal, wie wir das System einbauen. Bevor wir natürlich mit den Arbeiten beginnen, kann ich nur zwingend empfehlen, zieht den Netzstecker zu der Maschine und schließt eure Wasserhähne. Das ist ganz wichtig. Passt auch auf, wenn ihr dann irgendwelche Schläuche löst. Es könnte da auch Wasser austreten und auch aus der Maschine könnte Wasser austreten, wenn ihr sie bewegt. Also hier ein bisschen vorsichtig sein, sonst habt ihr hier irgendwelche Überschwemmungen produziert. So, nachdem ich nun die Waschmaschine einfach herumgedreht habe, meine Wasserhähne alle geschlossen habe, den Stromanschluss getrennt habe, eventuell den Abwasserschlauch gelöst habe, nicht dass er den abreißt, kommen wir einfach mal zum Montieren des Schlauches. Als allererstes müssen wir den vorhandenen Schlauch abschrauben. Das geht in der Regel sogar ohne Werkzeug. Wenn der Schlauch etwas fest sitzt, braucht er hier nur eine kleine Rohrzange oder Wasserpumpenzange. Wie gesagt, vergewissert euch nochmal, dass hier dieser Wasserhahn zugedreht ist. Dann besorgt ihr euch als nächstes einen Eimer. Warum den Eimer? Wir haben zwar den Wasserhahn zugedreht, aber in dem Schlauch wird sich garantiert noch Wasser befinden. Den platziert ihr hier unter der Maschine und jetzt löst ihr den vorhandenen Schlauch einfach vorsichtig ab, sodass kein Wasser austreten kann oder nicht viel. Haltet ihn nach dem Lösen bitte sofort nach oben, nicht nach unten, haltet ihr ihn nach unten, läuft sofort das Wasser aus. Jetzt platziert ihr ihn über dem Eimer und dreht den Schlauch einfach nach unten, steckt ihn in den Eimer und lasst ihn einfach leer laufen. So, das eine Ende des Schlauches befindet sich noch im Eimer und bleibt dort auch. Und jetzt löst ihr hier das andere Ende des Schlauches einfach ab. Einfach vorsichtig abdrehen. Und ihr hört, jetzt kommt nochmal ein ganzer Schwall Wasser raus. Das hat mit dem Unterdruck zu tun. Den haben wir nämlich jetzt hier aufgehoben, indem ich hier oben die Verbindung gelöst habe. Hättet ihr jetzt den Schlauch nicht im Eimer stecken gehabt, hättet ihr jetzt gut und gerne 100 Milliliter Wasser in der Wohnung. Auch dieses Schlauchende einfach hier in den Eimer hineinlegen. So, als nächstes nehmen wir jetzt hier diesen Wasserstoppschlauch. Ich zeige ihn nochmal von vorne. Hier oben befindet sich ein kleiner Sieb und auch eine Dichtung in diesem Wasserstoppschlauch. Diese Dichtung und der Sieb sind relativ wichtig. Es könnten Partikel in eurer Leitung sein, die sollten nun nicht gerade in den Schlauch und auch nicht in die Waschmaschine kommen. Also achtet darauf, dass hier die Dichtung und dieser Sieb vorhanden ist. Habt ihr ein Modell, wo kein Sieb vorhanden ist, müsste zumindest hier hinten in eurer Waschmaschine ein kleines Siebchen eingebaut sein.
So, wichtig, fühlt jetzt hier unter dem Wasserhahn, ob noch irgendwie eine Dichtung von dem alten Schlauch hier hängen geblieben ist. Sollte das passiert sein, entfernt diese Dichtung. Jetzt nehmen wir den Aquastoppschlauch und drehen ihn so rum, dass der Indikator in eine Richtung zeigt, wo ihr ihn erkennt. Jetzt schaut ihr, wo ihr um eure Waschmaschine herum hinschauen könnt und dreht den Indikator so hin, dass man ihn von vorne sehen kann. Sonst seht ihr nämlich nicht, ob euer Schlauch ausgelöst ist. Bei mir wäre das hier, also müsste er nach hier hin zeigen und ich könnte hier erkennen, ob er ausgelöst ist oder nicht. Jetzt haltet ihr den Schlauch gerade an dem Wasserhahn an und schraubt ihn im Uhrzeigersinn, kommt halt von der Betrachtungssicht her an, einfach an. Erstmal vorsichtig anfühlen, dass ihr das Gewinde greift. Eventuell einmal kurz zurückdrehen, damit sich das Gewinde schön ausrichtet. Jetzt hat es gegriffen und jetzt zieht ihr den Schlauch von Hand fest. Wichtig, von Hand fest. Hier sollten eigentlich keine Zangen zum Einsatz kommen. Habt ihr nicht arg so viel Kraft, könnt ihr hier eventuell zum Schluss nochmal mit der Zange leicht nachziehen. Ihr zieht ihn so weitestgehend fest, dass er halt für euer Empfinden fest genug ist. Eventuell kann man jetzt hier nochmal eine Zange einsetzen, aber das würde ich eher nicht empfehlen, weil durch die Dichtung dichtet er auch bei weniger Anzugskraft vernünftig ab. Als nächstes nehmen wir hier dieses Gegenstück. Auch dieses besitzt wieder eine Dichtung. Achtet auch hier darauf, dass die Dichtung sauber einliegt, nicht irgendwie verquetscht ist oder krumm liegt. Und dieses Stück drehen wir jetzt so, dass es vernünftig an unserer Waschmaschine zeigt. Es hat meistens so einen 90-Grad-Winkel. Wir schauen uns jetzt auch nochmal unsere Waschmaschine von hinten an, ob hier an diesem Gewindestück irgendwo noch eine Dichtung hängen geblieben ist vom alten Schlauch. Auch das ist nicht der Fall. Hier drin ist in der Regel ein kleiner Sieb. Sollte der verschmutzt sein, reinigt ihn. Er hat meistens einen kleinen Steg, da kann man ihn mit einer Zange herausziehen. Sollte er sehr stark verschmutzt sein, würde ich den jetzt in dieser Situation auch gleich mal reinigen. So, jetzt nehmen wir den Schlauch, drehen hier alle Bögen raus, sodass der so sauber wie möglich sitzt, nicht total verdreht ist, wie ich das halt im Originalen hatte, wo ich ihn ausgepackt habe. Und jetzt setze ich auch ihn gerade an, in 90 Grad. Wichtig, hier, das ist ein Plastegewinde, das auch nicht mit der Gewalt draufdrehen. Setzt so lange an, bis er gerade hält. Dreht ihn an. Wenn ihr merkt, das Gewinde hat gegriffen, bleibt das so in etwa hängen. Und auch hier zieht ihr das von Hand fest. Ihr zieht die Mutter fest, aber nur normal fest. Auch hier würde ich keine Zange zum Einsatz kommen lassen. Da wir hier ein Plastegewinde haben, kann hier sehr schnell was kaputt gehen. So, das ziehen wir ganz normal fest. Wenn wir das jetzt soweit fest sitzen haben, drehen wir den Wasserhahn auf. Sollte dann irgendwas nicht stimmen, wie hier der Fall, können wir hier jetzt nochmal nachziehen, das Gewinde. So, ich habe jetzt hier das Gewinde nochmal nachgezogen. Wir probieren nochmal aus, ob alles dicht ist. Et voilà, hat geholfen. So, jetzt prüft ihr nochmal, ob wirklich alles dicht ist, indem ihr einfach mit dem Finger hier entlang fühlt und schaut, ob hier irgendwo Tropfen abtropfen oder hier irgendwelche Undichtigkeiten entstehen. Lasst euch nicht davon irritieren, wenn ihr vorher den alten Schlauch abgemacht habt und habt hier irgendwelche Tropfen vorher hier angebracht quasi, dass ihr das dann fälschlicherweise als Undichtigkeit identifiziert. Eventuell nach dem Entfernen des alten Schlauches mal alles trocken wischen und auch vor dem Test, bevor ihr den Wasserhahn aufdreht, auch mal alles trocken wischen, damit ihr auch wirklich seht, ob hier alles dicht ist. So, damit haben wir den Schlauch im Großen und Ganzen angebracht. Wir schauen jetzt hier mal auf diesen Indikator. Er hat nicht ausgelöst, also heißt es auch, der Schlauch hier ist intakt. Wir können alles verwenden. Jetzt bringen wir die Waschmaschine wieder in die alte Position. Dabei passt ihr bitte auf, dass ihr die Schläuche nicht verknickt. Das heißt, ihr führt den Schlauch sauber hinter die Waschmaschine. Am besten macht ihr das zu zweit. Einer schaut nach dem Schlauch, der andere bringt die Waschmaschine auf die Position. Dann hängt ihr euren Abwasserschlauch wieder ein. Der wird dann gerne mal vergessen. Den hängt ihr wieder in euer Waschbecken ein oder in euer Siphon, wo auch immer er sich befunden hat. Schließt die Waschmaschine an und macht halt einen Testlauf. So, und damit habt ihr dann den Wasserstopp- oder Aquastoppschlauch auch schon angebracht. So, nachdem ich jetzt die Waschmaschine umgedreht habe, wie gesagt,
schaut, dass ihr eure Abläufe wieder angeschlossen habt. Jetzt steckt ihr auch euren Netzstecker wieder rein, sonst funktioniert ihr die ganze Geschichte nicht. Und damit haben wir das auch schon geschafft. Das ist eigentlich eine Arbeit, wo ich mal sagen möchte, dafür holt man eigentlich keinen Handwerker. Denn so eine Geschichte kann einem beim Handwerker zwischen 20 und 200 Euro kosten. Hat auch ein bisschen was mit der Anfahrt zu tun. Und das kriegt eigentlich jeder ohne Probleme selber hin. Okay, und hiermit sage ich damit auch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch Lust habt, schaut bei einigen meiner anderen Videos vorbei. Hier unten habe ich euch nochmal ein paar verlinkt. Einfach die Anmerkungen einschalten und draufklicken, so kommt ihr dahin. Und ihr schaut auf meinem Kanal direkt vorbei. Ihr könnt mich eventuell auch abonnieren. Ich lade hier regelmäßig Videos hoch zu interessanten Sachen, die ich halt so im Haus und Umgebung herum baue, mache oder ähnliches. Und da könnt ihr mich ein bisschen begleiten. Also damit nochmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.